Aber die Geschichte von Randy habe ich euch ja eh schon mal erzählt. Servus und hallo. Wenn die Einschläge näher kommen, die Schicksalsschläge meine ich damit. Ich weiß nicht, was das genau ist. Manchmal habe ich so einen Geruch in der Nase, der erinnert mich dann an jemanden, eine Person, die dann vor längerer Zeit vielleicht schon verstorben ist. Und sofort sind ganz viele solche Erinnerungen da. Also zack, zack, zack. Und ich denke mal, es ist schon seltsam, dass so die Welt sich einfach weiterdreht, als wäre nichts, obwohl jemand aus unserer Mitte gerissen wurde. Bei einem, es ist schon sehr lange her, ja, bei einem von meinen damaligen Freunden, vom Randy, da war das schon so, dass ich mal gedacht habe, das schlägt größere Wellen. Man wird das merken, dass der weg ist. Und tatsächlich ist es so. Der Randy war ein extrem guter DJ. Der hat schon in den 80er und 90er Jahren mit den Amerikanern mithalten können, auch Engländer und Profi-DJs, die es vielen vorgemacht haben, ne? Ein unglaubliches Rhythmusgefühl gehabt und hat auch bei der Umsetzung von Turntable-Tricks, da war der einfach unschlagbar. Der war unglaublich gut. Der hat natürlich auch die ganzen Hip-Hop-Partys gerissen, die es damals gab in München. Ja, in München, da gab es halt so meine Generation, wir sind die, die angewachsen sind mit dem Ganzen. Wir waren die Ersten, die das gehört haben, die halt diese Musik dann auch gekauft haben und das Ganze dann auch mit unterstützt. Ohne uns gäbe es das vielleicht gar nicht. Ja, das ist so wie die Techno-Generation. Hätte es die Leute nicht gegeben, die sich MDMA pfeifen und wie die Irren auf diese Waves gehen, dann gäbe es das nicht. Dann gäbe es auch die Industrie dahinter nicht. Und so ist es beim Hip-Hop auch genauso gewesen. Wir waren halt die ersten Breakdancer, wir waren die ersten Graffiti-Maler, wir waren die ersten DJs. Und der Randy war halt von Anfang an DJ und der war echt von Anfang an schon gut. Und er hat sich da halt mit 16 oder so oder die ersten Male auflegen können, für Stunden mal. Und sobald er volljährig war, da halt auch. Und sobald er 18 war, hat er nicht nur mehr in München aufgelegt, für eine Stunde irgendwo, sondern hat halt Nächte aufgelegt, in München, in Augsburg. Und mit dem DJ Chris, so ist anderer. Und der Junior war noch dabei. Und in München war noch der Romeo dabei. Und die haben sich Born to Spin genannt. Das war halt so eine Clique, die waren richtig gut im DJing. Und da ist halt herausgestochen der Romeo, der Junior und der Randy. Ja, Randy war wirklich einer von denen, der die anderen beiden auch noch top mit können oder hat auch. Leider ist er an einer Situation verstorben, die. Aber die Geschichte von Randy habe ich euch ja eh schon mal erzählt. Kurz nachdem der Randy verstorben war, gab es einen, der sich da hervorgetan hat bei uns da aus der Gruppe. Das war der Kasi. Der hieß ein bisschen anders. Das ist sein Spitzname gewesen, Kasi. Und er nannte sich auch DJ Kasi. Und der war absoluter Fan von Randy. Es hat ihm nachgeeifert in allem. Er hat auch seine ganzen Styles geübt und drauf gehabt und war ein guter DJ dann auch schon. Er hat es echt gut drauf gehabt. Er hat keine Drogen genommen. Er hat überhaupt nichts. Er hat es probiert einmal. Zigaretten, nee, ist nicht meins. Dann hat er einmal mitgekifft mit der anderen, nee, ist nicht meins. Alkohol ausprobiert, nee, ist nicht meins. Koks probiert, nee, ist nicht meins. Ecstasy,
Könnte mir gefallen, aber ist nicht meins. Und dann stirbt der Randy und dann probiert er Heroin aus und bleibt direkt dran kleben. Aber dann auf Heroin. Und das ist etwas, das fand man alle nicht gut und haben auf ihn auch eingeredet. Haben wir versucht, hey, Alter, Kasi, nur weil der drauf war, musst doch du das nicht auch machen. Ja, dann wieso? Dann kann ich doch genauso gut auflegen. Ja. Das ist voll krass, wenn ich drauf bin, kann ich viel besser auflegen. Nochmal versucht, ihm das glatt zu machen. Aber dann war es schon zu spät. Es hat nicht lange gedauert, dann hat er auch eine Überdosis gehabt und ist daran gestorben. Da ist gerade so die zweite Schwemme gekommen. In den 80ern, als es mich zum ersten Mal zerbröselt hat, das hat es die ersten weggefetzt. Und dann kam die zweite Schwemme, wo es mich dann auch erwischt hat. Da war der Randy dann schon tot, die Zeit. Und da hat es diesen DJ Kasi erwischt. Da ist der tot gewesen. Und dann sind noch ein paar andere verstorben. Dann war erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Sind viele auf Therapie gegangen oder sind in Substitutionsplätze gekommen oder irgendwie anderweitig, so wie ich, auf Therapie und Knast und so weiter. Und da war auch wieder ein bisschen Ruhe. Aber die Schwemme, die hat nicht mehr aufgehört. Das Heroin ist immer noch da. Es gab dann immer wieder mal in den 90ern nochmal so einen Hoch. Und es wird auch bald wieder wahrscheinlich soweit sein. Die Amerikaner gehen und die Deutschen auch gehen aus Afghanistan raus. Die Taliban wird wieder stärker. Die werden mit Sicherheit diese Mondfelder da stärker in Beschlag nehmen. Das wird dann bei uns landen, wo denn sonst. Also wir brauchen dringend ein Umdenken in der Drogenpolitik. Ja. Um mal wieder den Bogen dahin zu schlagen. Also ich bin mir ganz sicher, einige meiner Freunde würden heute noch leben, hätten die damals in einem Programm können, wenn es da was gegeben hätte. Ich kann das schon verstehen, dass man da ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang hatte. Also als, unter Kohl, als es noch die DDR gegeben hat, zu der Zeit. Da kann ich schon verstehen, da wusste man noch nicht, wie man mit sowas umgehen soll. Hm? Aber als sie dann gemerkt haben, die Versuche, diese Modellprojekte, die sie damals gemacht haben mit Methadon und Heroin vom Arzt, das hat ja auch ewig gedauert, bis das dann gekommen ist, hätten es doch gleich ausrollen können, das Ganze auf Deutschland, ganz und diese blöden Begrenzungen wegnehmen, dass man schon komplett am Ende sein muss, bevor man sowas überhaupt kriegt. Das ist das eine. Das andere ist, wir brauchen da auch noch ein Umdenken, dass die Leute, warum die überhaupt draufkommen. Es hat ja Gründe, wieso Leute überhaupt mit Drogen anfangen. An sowas muss man doch dran gehen. Wir können nicht unsere eigene Bevölkerung andauernd in zwei Klassen aufteilen. Die eine Klasse, die viel Geld hat und die andere Klasse, die gar nichts hat. Und die pressen wir dann. Das ist, kann nicht gut gehen. Heißt, das fängt im Kleinen in Deutschland an und es geht dann so weiter in der EU und von der EU raus in die restliche Welt. Ja, das ist so ein Rattenschwanz. Was soll das? Das muss nicht so sein. Das kann auch ganz anders sein. Viel angenehmer für alle. Weniger Streiterei, Neiderei, weil brauche ich das dann nicht mehr. Weißt du, es ist ein anderes Thema. Komplett anderes Thema. Ja, wenn die Einschläge näher kommen, das ist schon so krass. Erst sind es Freunde meistens, die oder Leute, die man kennt, da hört man mal, ja, der und er, sie und die, das und das ist passiert, Autounfall, also nicht aus dem Urlaub nicht zurückgekommen oder tot aufgefunden worden oder Familiendrama oder irgendwie solche Sachen. Dann wird man älter, dann kommen die Einschläge näher, dann versterben die ersten an Verkehrsunfällen meistens, weil es beim Autofahren die ersten Führerscheine. Wenn die Leute alle so volljährig sind, dann meistens Krankheiten kommen noch dazu, ja. Und dann die Drogen. Mhm. Ganz selten wird einer beim Überfall oder so, das ist seltener. Die meisten Leute, die einen Verkehrsunfall oder Drogen.
Und da frage ich mich schon, ob man damit mal gucken kann, warum das Menschen Drogen so extrem missbrauchen. Wieso hat man da eine Leere? Was ist das, was man da auffüllen muss? Und kann man da nicht etwas anderes machen? Ja. Das ist schon etwas, was mich länger schon beschäftigt. Weil das ist eine echte Antwort und nicht diese Strafverfahren. Klar, ich verstehe das schon auch, dass man da hergehen muss, wenn man so eine Gesetze hat und sagt, das sind jetzt kriminelle Elemente oder kriminelle Leute, die die Situation so ausnutzen, dass sie sich selbst bereichern, und zwar richtig, also richtig Kohle machen damit. Gibt es ja nicht wenige, ist ja logisch, schon. Angebot und Nachfrage. Wenn wir aber jetzt die Nachfrage befriedigen, und zwar so, dass es legal ist, was glauben die denn, was dann die Menschen machen, die da jetzt gerade ihr Kohle damit verdienen? Die versuchen teilweise natürlich dann legal ihr Geld damit zu verdienen. Ein kleiner Teil davon, den es gar nicht interessiert, ist Drogenzeug, sondern nur das Geld, die werden was anderes machen. Und dafür ist doch dann genug neue Polizeiressource frei, um sich an die zu kümmern, um die paar wenigen, die dann da rausfallen. Weil das Drogenproblem lösen wir niemals mit Gewalt oder mit Knast oder mit Gefängnis oder mit Strafen. Solange es die Nachfrage gibt, wird es einen Weg geben. Warum gibt es das denn sonst im Gefängnis? Weil die Nachfrage da ist. Also findet es einen Weg dorthin. Heißt, und umso lauter wir darüber streiten und Argumente austauschen, umso neugieriger werden diejenigen, die ja von der Frau Ludwig geschützt werden sollen, unsere Jugendlichen. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Die kriegen höchstens ein Interesse daran, wenn sie dann dauernd hören und lesen. Und hören und lesen, hören und lesen. Zwei Seiten hören sie. Und junge Menschen neigen ja eher dazu, nur zwei Schubladen zu bedienen und die Graustufen dazwischen nicht zu sehen. Ja. Eigentlich gibt es kein Böse. Gibt es nicht. Da muss man mal drüber nachdenken und einfach nur immer die Standpunkte wechseln und gucken, warum macht jemand irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt wie ein böses Gen. Da muss irgendwas anders passiert sein. Ich weiß nicht was, ich bin kein Arzt. Ich bin kein Wissenschaftler und kein Hellseher, aber jemand, der zum Beispiel andere Menschen tötet aus Spaß, da stimmt da was nicht. Jemand, der das aus Habsicht, also aus Gier macht, der hat diesen Grund Gier. Da ist ja was. Das entschuldigt gar nichts. Ja, nein. Aber da ist immer so, Böse, ja, das hat mit Böse nichts zu tun. Böse ist bei mir ganz was anderes. Das ist eine Erfindung von der Kirche. Der Teufel. No. Kommen wir zurück zum Punkt, die Einschläge, die näher kommen. Wenn es dann die Familie ist, dann geht es langsam ans Eingemachte. Bei manchen sind es Geschwister, bei manchen sind es die Eltern oder Onkel und Oma. Oma, Opa sind die Ersten meistens. Bei mir sind die aber schon so lange tot, dass ich halt das nicht so gezählt habe, wie man es die Onkels und die Tanten und dann meine Eltern und so weiter. Das nächste werden wahrscheinlich meine Geschwister irgendwann sein und dann ich. So, wenn wir gekommen sind, gehen wir wieder in der Reihenfolge. Wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich. Könnte schon so sein. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert. So, aber ich meine, das sind so Dinge, da denkt man doch dann irgendwann einmal über sein eigenes Leben nach, oder? Die ganzen Jahre, die man auf dem Sofa verbracht hat, um irgendwelche Flimmerkisten anzuschauen und Fernseher meine ich damit, um dort Geschichten zu sehen, die Schauspieler für einen erleben. Nicht einmal in Wirklichkeit erleben, aber nur damit man Sachen erlebt und nicht bloß starr an die Wand schaut. Ja. Wieso? Also meine Generation, wir sind die Ersten, die genau damit aufgewachsen sind. Als ich kleines Kind war, waren die TV-Apparate fast in allen Haushalten. Überall hat man es haben können. Ja?
Und ab 17 Uhr gab es Beschallung bis zum ins Bett gehen. Und ich kann mich noch erinnern, als Kinder, wenn wir einen Film gesehen haben, sind wir sonntags zum Beispiel, haben wir uns erst irgendwie so Winnetou oder sowas im Fernsehen angeschaut mit der ganzen Familie. Dann sind wir raus, haben uns mit den Freunden getroffen und haben das nachgespielt, was wir gesehen haben. Das hat uns beeinflusst, natürlich. Ich meine, das Gehirn ist ständig dabei, neue Verknüpfungen zu knüpfen. Ja? Und wenn du so nichts ahnend plötzlich so eine Sachen siehst, die da eigentlich, die beeinflussen das natürlich, das Denken und alles. Plötzlich haben wir Cowboy und Indianer gespielt. Und selbstverständlich haben die Cowboys immer gewonnen. Und die Indianer waren böse. Die waren nicht böse, aber in den Filmen wurde es ja so dargestellt. Ja? Und so geht es doch weiter. Ja? Weiß ich nicht, wie lange jetzt die Lindenstraße im Fernsehen gelaufen ist. In jedes sozialkritische Thema haben sie aufgegriffen. Alles ist da drin vorgekommen und haben den Deutschen vorgespielt, wie sie gefälligst zu reagieren haben. Und genau, sie haben die meisten dann auch argumentiert und reagiert. Die Lindenstraße war nicht nur ein Ventil, sondern das war tatsächlich auch ein bisschen so Nudging, ne? Leute beeinflussen. Das TV hat die Macht, Menschen zu beeinflussen. Und das hat auch, haben auch die ganzen Spielfilme. Die haben die Macht, uns zu beeinflussen. Als Kind oder Jugendlicher, junger Mensch, ich weiß noch genau, wie ich aus den Kinos rausgekommen bin, mit einem Feeling, entweder Karate, Huhaha, Kung Fu. Dann waren wir plötzlich alle Kung Fu. Und das waren wir aber noch in der Schule, weißt du, 8., 9. Klasse, Kinder. Haben wir Karate-Filme gesehen und dann haben wir gedacht, jetzt sind das Karate-Kinder. Ja. Wir müssen das jetzt auch können oder wollen das plötzlich. Ja. Und dann fragt man sich, woher das die Aggressionen kommen, dass wir dann in der Schule immer so, aber wir haben es nur gespielt. Ja, das war nicht echt, bei uns war es nicht echt. Aber trotzdem sind diese Bewegungsabläufe da gewesen, die Gedanken waren da, in der Fantasie und im geistigen Auge und wir haben teilweise Schule gespenst. Da wird man uns im Kino irgend so einen Film dreimal hintereinander für, weiß ich nicht, 50 Pfennig oder was der Eintritt gekostet hat, oder 2,50 Mark. 2,50 Mark, glaube ich, ja genau, 2,50 Mark. Konntest du dreimal hintereinander denselben Film gucken. Und dann haben wir uns halt sowas angeguckt, so Jackie Chan-Filme, die, wo du noch ein junger Mann war. Weiß ich nicht, Drunken Master oder sowas. Und da sind wir tatsächlich mit diesen Gefühlen immer rausgegangen. Das ist auch explodiert nach dem Kino immer. Da haben wir immer so rumgespielt. Und das war schon so ein leichtes Kämpfen halt. Aber es war halt immer, weil es augengestaute Energie war, die dieser Film bei uns ausgelöst hat. So wie dieses Video jetzt bei dir ja auch was auslöst an Gedanken. Du denkst du jetzt auch an irgendwas. Und das wird bei dir in deinem Kopf irgendwas bewirken. Die Frage ist, was und ob das lange anhält oder ob das gleich wieder verschwindet, weil es halt das Kurzzeitgedächtnis nur ist, erst einmal. Aber es ist Ohren und Optik. Das sind zwei Sachen. Und wenn du erstmal was isst oder gerade raust oder sonst irgendwie was, Geschmäcker und Gerüche in der Nase hast, dann kann es sein, dass du das alles miteinander verknüpfst in einer Erinnerung und bei dir im Kopf abspeicherst. Und so funktioniert es dann halt da auch, gell? Jetzt habe ich schon wieder den Faden komplett verloren und bin von den sterbenden Menschen zum Gehirn gekommen, das beeinflussbar ist mit Filmen und Musik auch. Subkulturmusik, hey, Wahnsinn, Hip-Hop oder egal was, das beeinflusst einen natürlich auch. Die Texte, die man dann mal hört und mitsingt und so weiter, muss man mal drüber nachdenken, was er da überhaupt singt. Weißt du? Ja. Bevor ich mich aber noch weiter verhaspel, lassen wir es für heute. Viel Spaß.